Du willst einfach zu viel auf einmal reinstecken. Herzlich willkommen bei Reading Unicorns. Ich bin Melissa und das ist... Ich bin der Phil, hallo. ihr kennt ihn eh, ich brauche ihn gar nicht vorstellen. Es ist heute nicht wirklich ein DIY, sondern es ist Basteln mit Melissa. Und wir haben es so cheesy genannt, weil es so cheesy ist. Ja. Ich kann übrigens gar nichts, also dass ich irgendwas greifen kann, ist schon ein Wunder. Guck mal, wie flauschig ich bin. Nicht anfassen. Wir machen heute ein Sushi-Kissen. Er macht ein Sushi-Kissen. Ich guck zu und lache. Das wird nichts. Am Ende kommt da Bassball raus. Das war's dann aber auch. Das kommt rein. Okay, cool. Dann zeig mir mal, wie das geht. Okay. Gesicht ist schon fertig. Habe ich schon gemacht. Ohne mich? Das ist eine ziemliche Frechheit eigentlich. Du hast schon gesehen, wie man das macht. Das stimmt. So, pass auf. Wir haben hier die Schnittteile. Das sind die Schnittteile. Das kannst selbst du. Es ist nur, ich leg dir das hin und du musst es nur umzeichnen. Ja, cool. Ja. Guck mal, das kriege ich hin. Guck mal, voll gut. Ich hatte auch immer in Kunst mindestens eine 5. Die meinen auch immer, ich bin ein total unkreativer Mensch. Meine Lehrer. Die meinen immer, ich bin scheiße. Was ist okay. Sie waren auch scheiße. Wollte ich gerade sagen. Mann, das war ja fast gut. Ging schon. Du jammerst immer, dass du alles nicht kannst und dann kannst du es doch. Taktik. Ja, das ist besser als die Leute, die immer sagen, oh, ich bin voll krass und dann können sie gar nichts. Das sind die Schlimmsten. Und nochmal. Ach du Scheiße. Ich habe echt Angst. Denk an deine Finger. Was für Finger? Au! Hab letztens einen Vlog gedreht und hab mir dann irgendwie zeigen wollen, wie man ganz cool kocht und hat mir voll in die Hand geschnitten. Wie lange brauchst du für so ein Ausschneideding? Für Anzeichnen und Ausschneiden? Ja. 1 bis 2 Minuten. Gut, wir sind jetzt bei 5. Wir machen das einfach schneller, das merkt keiner. Wann hast du das letzte Mal gebastelt? Vor 15 Jahren, keine Ahnung. Wirklich? Ja, wirklich. Ich bastel nie, weil ich das halt echt nicht kann. Auch wirklich, alles was so mit Handwerk zu tun hat, kann ich gar nicht. Auch immer, wenn wir im Werkunterricht irgendwas gebaut haben. Ich war der Letzte, der fertig war und immer der, bei dem am beschissesten lief oder gar nicht. Irgendwelche Kisten gebaut, ging nicht zu. Das ist meine Begabung. Ist voll okay. Sachen schlecht ausschneiden kann ich sehr, sehr gut. Ja, muss man schon sagen. Aber, nee, cool. So, ist noch ein bisschen Rand dran, aber es ist okay. Das ist okay. Sieht keiner. Wir verstecken das. Der Lachs liegt ja auf irgendwas drauf und das ist das Schnittteil für Reis. 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 Da muss ich dran denken, nicht so viel Reis. Nicht so viel Reis. Melissa, nicht so viel Reis. Das hat sich auch aus diesem Video, ja, was irgendwie 10 Minuten geht, ist das, was bei allen hängen geblieben ist. Mein Vater, wie er sagt, nicht so viel, nee, wie ich sage, wie ich meinen Vater imitiere, nicht so viel Reis. Ja, das ist aber auch geil, oder? Pfandflaschen. Ja, mein Vater halt. Authentisch. Ja, mega gut. So, willst du oder soll ich? Nee, jetzt darfst du mal den Leuten zeigen, wie es richtig geht. Auch nicht anders. Da kann man auch, das ist halt... Aber du machst es schneller. Ja, ist halt die Übung, ne? Aber guck mal, ich habe auch gerade drüber gemacht. Machst du die eigentlich immer neu? Nö. Oder sind einfach fertig? Ich mache die einmal und wenn ich was ganz oft mache, dann sind die halt irgendwann so abgeranzt und dann müssen die Praktikanten das abzeichnen und neue machen. Ja, cool. Und da sieht man die Könnerin. Ja, ist halt ein sauberer Schnitt im Gegensatz zu mir. Aber ist auch einfacher als Stau. Du bist echt lieb zu mir, ey. Noch. Noch. Ich habe überhaupt keine Geduld, ne? Deswegen mache ich auch Tutorials und gebe keinen echten Unterricht, weil wenn ich Sachen einmal erkläre, dann denke ich so, habe ich gut erklärt? Wer es jetzt nicht verstanden hat, ist doof. So, naja. Und ne? Ich hab halt echt keine Geduld. Deswegen sage ich auch immer allen, die Praktikum machen wollen, wenn ihr nicht nähen könnt, wird schwierig, weil ich kann es euch nicht erklären. Ja. Das Mittelteil vom Reis. Das nähe ich auch tatsächlich zusammen, weil es ganz schön schwierig ist. Cool. So soll es am Ende nämlich aussehen. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Ich bin gespannt. Also ich bekomme es nicht hin, aber sie bekommt es hin. Die gibt es übrigens bei Melissa auch in so groß. Ja. Kosten 500 Euro. Ja, in so groß. Auf Bestellung. Ne? Ich sage immer, es gibt nichts, was ich nicht mache. Die Grenze ist euer Geldbeutel. So, wir gehen jetzt bügeln. Aber es ist verdammt heiß und es kommt verdammt viel Dampf raus. Man sieht ihn nicht, aber er ist da. Cool, cool. So, viel Spaß. So.
Jetzt muss ich das richtig schön... Gott, warum machst du das? Warum tust du mir das an? Ich hab doch Angst. Damit die Zuschauer was zu lachen haben. Ja. Trashpack verbrennt sich die Pfoten. What's up? Und diese Woche, beim Fail der Woche. Ja. Fail der Woche geht an mich, weil ich mich beim Bügeln verausgabt habe. Ist es wichtig, wofür ist dieser Dampf da? Mehr Power. Mehr Power. Ist. Was machst du? Ich dachte gleich, fackel's ab oder so. Warum klebt das da jetzt dran? War das der Dampf? Nee, ist statisch, glaube ich. Ach so, cool. Ja. Dann ist es nicht 100% Baumwolle, damit ihr was lernt. Kann ich ganz lange? So, und jetzt nochmal langsam mit Gefühl. Zu schnell. Wir machen es anders mal. Ja, hast du die Slow-Taste? Ist die Idiotentaste. Scheiß Frauen. Wir müssen jetzt die Lachsstreifen auf den Lachs nähen. Das ist aber ein bisschen schwierig. Vielleicht mache ich das. Nee. Hey, du schaffst das. Ich schaff das? Du schaffst das. Weißt du, das Ding ist halt, wenn die Kamera aus ist, du bist so ein Spaß, Phil. Verpiss dich mal, du bist so kacke. Das ist das letzte Mal, dass wir zusammen gedreht haben. Ganz genau. Das allerletzte Mal. Ganz genau. Denn vor der Kamera ist sie wieder voll lieb und so. Das ist Melissa. So ist die Welt. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Nicht schieben, das sieht von allein. Ach so, cool. Okay. Stopp. Nächstes Mal nehmen wir dir ein Kleid. Ja, cool. Machen wir. Machen wir. Okay, dann müssen wir das wirklich machen. Ich wollte gerade sagen. Jetzt ist die Turbo-Taste an. Ja, ist doch ein bisschen schneller als bei mir. Zugegeben. Jetzt nehmen wir die Sushi-Teile zusammen. Du trittst, ich drehe. Was sagst du? Das ist super. Das ist Teamwork. So, ich tritt drauf, ja? Ja. Stopp. Treten. Oh, bist du immer noch nicht fertig? Möchtest du? Na ja. Oh Gott. Okay. Jetzt bin ich, ja, warte, jetzt bin ich schon wieder draußen. Was würde passieren, wenn ich jetzt auf ganz schnell mache? Dann kriegst du den Ellenbogen des Todes. Cool. 3, 2, 1. Stopp. Ja. Stopp. Achso, stopp. Sorry, ich hab's mir nicht zugehört. Genau. So, jetzt muss ich es umdrehen. Genau. Das wird was. So irgendwie, ja? Genau. Echt? Mit Gefühl. Haben wir auch schon gehabt, das Thema. Klappt nicht. Ich mag Sushi. Wer mag denn keinen Sushi? Tens. Tens mag keinen Sushi? Nicht so gerne. Der Arsch. Du bist scheiße. Nein, Quatsch, ich liebe dich. Tens? Nee, Tens mag nicht so gerne Sushi. Tens, was los mit dir? Eben, Alter, was ist denn los? Vielleicht hat er nur kein richtig... Tens, hast du gutes Sushi gegessen? Sollen wir nochmal mit dir in Berlin Sushi essen? Wir gehen mit dir Sushi essen. Ob du willst oder nicht. Mit Dönersoße. Und Gin Tonic. Und Gin Tonic. Insider. So, die Sushi-Lachszunge ist jetzt fertig. Hat alles gut geklappt, mehr oder weniger. Und jetzt, weil wir zu faul sind, um jetzt schon aufzustehen und zu bügeln, nehme ich jetzt erstmal den Rest, weil das ist mega schwierig und ich will nicht so lange hier sitzen. Ist dir schon mal ein schlimmer Unfall passiert mit der? Ich hatte mega Glück im Unglück. Und zwar habe ich eine Tasche für ein Cembalo genäht. Das ist, was ist ein Cembalo? Genau, es ist kein Cello, es ist wie ein Oldschool-Klavier sozusagen. Cool. Ja. Und es war halt alles riesengroß und mega schwer und 20.000 Nähte übereinander und mir ist die Nadel gebrochen. Und die Nadel sprang und ist mir hier gegen die Stirn. Und steckte da drin? Nicht ganz. So wie ein Einhorn. Einhorn, daher kommt der Name. Nee, der Vorfall war es nämlich. So sind ja auch die Einhörner entstanden. Genau. ja, genau. Und ich hatte aber voll Glück, weil es hätte auch mein Auge sein können. Ohne Scheiß. Na, Finger einnähen halt. Das ist halt richtig mies, das stelle ich mir richtig widerlich vor. Das Krasse ist, es hat halt mega geknallt. Und alle waren so, was passiert? Und dann eine so, Die Vorstellung allein ist schon so, boah, Gänsehaut. Ja. Ein Werklehrer bei mir in der Schule hat sich schon ein paar Fingerkuppeln abgeschnitten. Im Unterricht. Nähen ist sehr entspannend. Das Geräusch, wenn es klack, klack, klack macht, ist schon toll. Der Blick, halt jetzt bloß die Fresse, langsam geht's echt so weit.
Baust du eigentlich auch Voodoo-Puppen? Wie schon vorhin gesagt. Freunde, hier kriegt man wirklich alles. 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 Fast. Ich hätte gerne eine Voodoo-Puppe von Chan. Mit dem Pissfleck. Mit vorne, mit dem. Genau. Dann tue ich ihm ganz, ganz schlimme Sachen an. Dann fragt er sich, warum passiert mir das die ganze Zeit? Ich bin es. Ja, wir haben auch genug Nadeln hier. Das ist machen wir. Das ist das nächste Video. Ja. Wie verflucht man Chan? Ich muss mal ein Bild für Instagram machen. Übrigens, wir haben Instagram, da könnt ihr uns folgen, Link in der Videobeschreibung. Hab ich gut gemacht. Hast du oder? Sehr gut gemacht. Ich hab mitgedacht, kann man doch direkt mal scheiß Werbung mit einbauen ins Video. Das ist super. Fertig. Woo! Umdrehen. Oh. Guck mal, jetzt ist es ein Geist. Das ist doch kein Geistgeräusch. Ja, das ist... Ja, meine Geister sind halt cool. Meine Geister im Kopf. So, das alles muss jetzt hier rein. Das alles? Alles. Geht nicht. Ja, das ist ja so eine Fusselarbeit, ne? Ja, voll. Ist ja Arbeit, die ich nicht so mag. So diese so Fitzel-Scheiße. Die mag keiner. Nee, ne? Aber gehört dazu. Ja. Da muss man ja durchhalten können und einfach mal... Augen zu und durch. Augen zu und durch. Wo ist denn das Problem? Ich weiß, es gibt kein Problem. Ich bin einfach dumm. Du willst einfach zu viel auf einmal reinstecken. Warum sind es eigentlich zwei verschiedene, die du hier hast? Was denn? Das ist ja eine andere als die hier. Das ist, wenn die einen fast alle sind, dann kippt man halt die neuen nach. Cool. Jo. Und dann mischen die sich. Das ist wie gemischte Sachen sind doch oft viel besser. Cocktails jetzt zum Beispiel. Ja, stimmt. Ja, oder ich. Ja. Ich habe endlich mal was gefunden, was ich kann. Hat zwar 5 Minuten gedauert, bis ich es kannte, aber denn... Manche Leute raffen das ihr ganzes Leben nicht. Nee, ne? Wie man etwas reinstopft, das ist gar nicht so einfach. Das ist halt echt eine Meisterleistung, sowas. Ne? Das erfordert auch ein bisschen Übung. Ja. Fingerspitzengefühl. Ja, einige brechen sich dabei die Finger halt, ne? Ja. Oder die fallen einfach ab. Bei mir, ich kann jetzt sagen, nee, siehst keine du? Angst, ich bin Sushi-Meister. Wie finde ich eigentlich meinen DeLorean? Ist cool, oder? Hab ich eben schon gesehen. Schreib's in den Kommentar. Ist voll cool. Ich hasse dich. Dein Shirt ist cool, aber du bist scheiße. Ja, so, es gibt öfters. Ich hatte letztens meinen ersten richtig gemeinen Kommentar. Und das war? Es war unter dem, dass ich zum Game One Casting eingeladen wurde. Und dann hat einer geschrieben, wenn ich mich schminken würde, wäre ich hübscher als diese Matratze. Und ich war so... Das war gemein. Lach nicht so lange. Das ist gut. Das ist ein super Kommentar. Das ist total. Ja, ich dachte, das war das erste Mal, wo ich dachte, ich muss Kommentare, Beantwortungsvideos machen. Dann hätte ich nämlich King Orgasmus zitiert. Ich glaube, es ist King Orgasmus mit Hurensöhne betteln nicht, ich schneide deinen Kopf ab. Ja. So, wir sind fast fertig. Nur noch hier unten zunehmen. Cool. Ich freue mich. Oh, ich hab jetzt... Gleich wieder hoch, genau. So? Ja. Oder dichter? Dichter. Ja, das ist gut. Ja. Ja. So. Das ist so schön geworden. Dankeschön. Wir haben es geschafft. Das ist geil. Ich bin stolz auf Melissa. Ja. Nicht auf mich. Meine Leistung heißt, nee, sau cool. Ich hab die Dinger aber irgendwie bei ihr gesehen und wollten ja meins haben. Ich meinte dann halt, cool, machen wir. Und jetzt haben wir es gemacht und ich freue mich darüber. Nein. Nicht essen. Nicht essen. Naja, eventuell, wenn ich Hunger habe, so als Mitternachtssnack. Meine gute Füllung ist ja drin. Vielen Dank, dass ich diese Erfahrung mitmachen durfte. Bitteschön. Wir nehmen nächstes Mal dein Kleid. Machen wir. Bin ich voll für. Und ein Tageskissen. Das müssen wir auch machen, ja. So, vielen Dank fürs Zugucken. Heute habt ihr nichts verstanden, ist aber auch egal, weil es total lustig war. Ja, vielen hat Dank Spaß fürs Dankeschön. Hier sein. Sehr gerne, sehr gerne. Und jetzt abonniert den Kanal. Ja, jeder neue Abonnent sorgt dafür, dass ein Dalek explodiert. Wir sehen uns nächste Woche.
Ha ha ha.